Sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung Mut zur Nachhaltigkeit. Eine Veranstaltung, die des Umweltbundesamts, des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich, von Österreich 1 und von dem Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität Bodenkultur. Es ist eine ganz besondere Veranstaltung heute deshalb, weil es ein Jubiläum ist. Wir starten in das 8. Jahr. Es gibt uns 7 Jahre. Und das heutige Motto dieser Veranstaltungsreihe ist SDGs. Wer von Ihnen kennt die SDGs? Na, das sind schon ziemlich viele. Wunderbar. Frau Diplom-Ingenieur Amersdorfer, bitten, ein paar Worte an uns zu richten. Ja, herzlich willkommen zur 50. Veranstaltung Mut zur Nachhaltigkeit. Nicht alle 50 haben hier stattgefunden, aber so wie du gesagt hast, Sepp, dürfen wir als Gastgeber schon einige Jahre jetzt, glaube ich, diese Veranstaltung begleiten. Damals, wie wir das erste Mal geredet haben, der Karl Kinzel, der Sepp Hackl, habe ich mir gedacht, interessantes Format, das wird auch, und ich glaube, das war auch eure Überlegung, gut zu diesem Haus passen, zu diesem Haus einerseits zur KPC, zur Communal Credit Public Consulting, die ja viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir sind Förderungsmanager in vielen Bereichen, machen selber Projekte in Ost- und Südosteuropa. Aber auch fürs Gesamthaus, wenn ich mir so anschaue, bei uns ist das Thema unserer Mutter, Kommunalkredit Austria AG, Projekte im Energiebereich, im Infrastrukturbereich nachhaltig erfolgreich zu machen. Das ist unser Motto. Ja, und was mich an diesem Format wirklich einfach immer wieder fasziniert, ist, dass einerseits extrem spannende Vorträge hier ich schon gehört habe, die zum Nachdenken, zum Diskutieren anregen und auf der anderen Seite aber genau dieses Format, so wie es aufgesetzt ist, nicht so die üblichen, auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion oder in diesen Themen gibt es so diese Zirkel, wo man sich immer selber wieder trifft und man schon genau weiß, was denn der andere sagen wird. Und das ist hier anders. Das ist hier anders, weil hier die Zusammensetzung eine andere ist und immer wieder ganz, ganz spannender Input einfach von Ihnen kommt, der anregt, ich bin auch einmal selber da vorne gesessen, der wirklich neue Impulse bringt. Und ich glaube, das macht Mut zur Nachhaltigkeit aus. Und deswegen vielen Dank, dass ihr bei uns seid, dass wir diese spannende Diskussion miterleben dürfen, mitmachen dürfen. Ja, und ich denke, ich hoffe, da wird es noch länger weitergehen mit Mut zur Nachhaltigkeit, mit neuen Impulsen, weil die wird es brauchen. Danke. In der Tat, neue Impulse wird es brauchen. Man kann Impulse nicht oft genug hochhalten. Der heutige Tag, es geht um die Nachhaltigkeit, und Nachhaltigkeit wäre nicht etwas Normales, wenn es nicht immer wieder auch Abwandlungen brauchen täte. Wir haben im Programm, steht drinnen, der Herr Dr. Wolfgang Pertschnig wird heute die Einführung halten. Er hat aber kurzfristig weg müssen zu einem ganz weit entfernten Termin in Bezug auf CSR, wo es auch um Nachhaltigkeit geht. Und wir haben also gleich wieder mit Flexibilität gezeigt. Und der Herr Dr. Karl Kinzel, der stellvertretende Geschäftsführer des Umweltbundesamtes, wird uns ersatzweise diese Einleitung halten. Ich möchte vielleicht noch eines dazu sagen, er war Mitinitiator dieser Initiative, dieser Veranstaltungsreihe, und als langjähriger Wegbegleiter von dir, Karl, möchte ich vielleicht noch eines dazu sagen, was mir besonders auffällt und was ich besonders wichtig halte im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ist, du bist ein echter Menschenfreund und unglaublich zäh, wenn es darum geht, Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung zu entwerfen, und das ist genau das, was man braucht, um nachhaltig und langfristig etwas für die Zukunftsfähigkeit tun zu können in unserer Gesellschaft. Ich freue mich daher ganz besonders auf deine einleitenden Worte. Willkommen. Danke, lieber Sepp, für diese freundliche Einleitung. Liebe Prinzessinnen und Prinzen, ist euch vielleicht nicht bewusst, aber
Das Leben, das wir führen da in Mitteleuropa, das haben so, ich sag mal, im Mittelalter halt die Prinzessinnen und Prinzen geführt. Genug zum Essen, immer da, Dach über den, schön warm, wenn es draußen irgendwie so unangenehm ist, ganz nett gekleidet sein, Unterhaltung haben. Also Unterhaltung, Kultur, glaube ich, haben wir ja jetzt wesentlich mehr als die Könige und Königinnen damals. Also, liebe Prinzessinnen und Prinzen, auf wessen Kosten sind wir Prinzessinnen und Prinzen? Es ist die Umwelt und es ist die steigende Ungleichheit. Wir haben einerseits Ungleichheit in unserem Gesellschaftssystem zwischen den Gesellschaftsschichten, aber insbesondere und zunehmend zwischen den Kontinenten, zwischen den Regionen dieser Welt. Und es wird uns immer klarer, es wird immer deutlicher, was wir auf Kosten anderer an Wohlstand haben, an gesättigt sein und so weiter. Jetzt erleben wir natürlich auch die Herausforderungen immer intensiver. Und die Herausforderungen sind globale. Klimawandel, Marrakesch läuft gerade, das ist in unseren Regionen gut bekannt, ein Riesenproblem. Ein vielleicht sogar noch größeres Problem ist aber der Verlust der Vielfalt. Der Verlust der Vielfalt der Arten, der Möglichkeit, damit auch die Ökosysteme, von denen wir abhängig sind, sonst gibt es das Essen nicht, sonst gibt es die Energie nicht, sonst gibt es nicht die Rohstoffe und Einsatzstoffe, die wir brauchen, um unsere Produkte zu produzieren. All diese Notwendigkeiten aus unseren Augen sind da. Wir sagen, ein bisschen effizienter, ein bisschen effektiver, das reicht mittlerweile nicht mehr. Wir brauchen wirklich eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und das heißt wirklich ändern. Und sich ändern, das ist ungemütlich. Wir sagen, wir brauchen in Richtung Nachhaltigkeit diese Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und damit man sich doch ein bisschen überwindet und dort dieses Unbequeme sich ändern müssen, dazu braucht man Mut. Diesen Mut wollen wir geben. Fein, Alexandra, wenn du wahrnimmst, dass dieser Mut durch solche Veranstaltungen steigen kann. Ich bin stolz, dass wir die 50. Veranstaltung mittlerweile haben. 50 Vortragende, 60 Dialogpartner, Partnerinnen, die das Format kennen, wissen, wir haben da auch noch dann Dialogpartner da. Etwa 4000 Hörerinnen und Hörer, ein paar waren ein paar Mal da, das merke ich. Einige, die roten Kärtchen gezückt haben, zum Glück zum ersten Mal. Ein paar waren fast immer da. Aber wir haben auch, der Sepp hat es erwähnt, mittlerweile mehr als 15.000 Zugriffe auf YouTube. Darum nehmen wir diese Veranstaltungen auf. Gibt es dann auch noch Kurzinterviews, die der Sepp Hakel mit den jeweiligen Vortragenden da führt, weil ab und zu hat man nur 3-4 Minuten Zeit, um zu einem Thema sich zu informieren. Das heißt, es erreicht mehr und mehr Leute. Das ist gut und notwendig. Und diesen Mut zur Nachhaltigkeit, den versuchen wir immer mehr zu bekommen, auch im Rahmen des Risikodialogs. Sie sehen da rechts unten die Partner und Partnerinnen des Risikodialogs. Denn klar ist eine Transformation auch mit Risiken verbunden. Es wird Verlierer geben, aber es wird viele Gewinner geben. Und da zu sehen, wo sind denn erstens Probleme, wo wir wirklich Risiken haben, und wer hat denn da welche Positionen? Man muss einander verstehen, man muss im Dialog sein. Nur wenn man redet miteinander, kann man auch miteinander zu Lösungen kommen. Dialog ist die Basis der Demokratie. Und die darf und die, wir können wirklich nur nachhaltig sein in einem demokratischen System. Da bin ich absolut überzeugt davon. Es freut mich deshalb, dass wir heute als unseren Festredner auch einen Ökonomen gewonnen haben. Und wir nette Naturwissenschaftler, da zählen sie immer, wie es da so ist. Und nein, es ist ganz, ganz wichtig, das aus anderen Perspektiven zu sehen. Wir haben heute einen Ökonomen bei uns, Karl Falkenberg, was mich sehr freut, den ehemaligen höchsten Umweltbeamten, wenn man das so sagen darf, der EU, Generaldirektor der Generaldirektion Umwelt.
Ich hoffe und wünsche mir, dass wir auch durch diesen Vortrag wieder ein Stückchen Mut bekommen, heute hier, wer immer es dann auf YouTube sehen wird oder sich nochmal anschauen will. Und damit gehe ich mich wieder zu dir zurück, Sepp. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank auch für die Aufforderung zum Mut, dazu zu stehen, zu dem, was man hier angehen mag. Und ich darf in der Tat jetzt unseren Festrednern, den du ganz kurz ja schon umrissen hast, der ist ein Ökonom und werde dann noch einmal darauf zurückkommen, auf die Fragen, die da an uns gestellt worden sind, von den Leuten, die sich angemeldet haben, wieso kommt man denn dazu, als Ökonom in die DGU-Umwelt zu gehen? Mag nun dich, lieber Karl, erstens einmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du überhaupt zu uns gekommen bist. Das freut mich wirklich sehr. Und ich darf dich daher jetzt bitten um deinen Impulsvortrag zum Thema Nachhaltigkeit jetzt, die europäische Vision einer nachhaltigen Entwicklung. Ich hoffe, du hast uns da sehr viel mitzugeben. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Auch vielen Dank dafür, dass der Saal so super gefüllt ist. Ich hoffe, dass wir guten Dialog haben. Ich darf das Ganze mit einem Monolog einführen. Ich hoffe, dass ich den nicht allzu lange hinausziehe. Und wenn der Eindruck entsteht, dass ich mich in meinen eigenen Gedanken verliere, dann rote Karte zeigen, dann geht's weiter. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Ich bin seit 40 Jahren EU-Beamter. Ich habe in meiner Karriere 30 Jahre Handelspolitik für die EU gemacht und in den letzten 6 Jahren Umweltpolitik. Und am Ende dieser Karriere hat mich der Kommissionspräsident gebeten, ihm einen Bericht zu schreiben, wie denn Europa nachhaltiger zu gestalten wäre. Der Bericht basiert natürlich auch weitgehend darauf, dass wir im letzten Jahr in den Vereinten Nationen die SDG, die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele, angenommen haben. Und bei dieser Veranstaltung war Europa eine der treibenden Kräfte. Wir haben spätestens seit der Rio+20-Konferenz darauf gedrängt, dass sich die Welt um grünes Wachstum kümmern muss. Und aus dieser Rio+20-Konferenz ist dann erwachsen im Zusammenspiel mit den Millennium Development Goals ein Angebot von 17 Zielen, 17 Nachhaltigkeitszielen. Dabei geht es nicht nur so, wie die Nachhaltigkeit ursprünglich mal angedacht war, darum, wie man den Wald nachhaltig nutzen kann. Schneide nicht mehr Bäume als nachwachsen. Denn wenn du das nicht tust, dann hast du am Ende keinen Wald mehr und auch keine Ressourcen mehr. Nachhaltigkeit heutzutage umfasst zumindest 3 große Bereiche. Einmal die Wirtschaft. Wir brauchen nachhaltiges Wirtschaften. Wir brauchen Arbeitsplätze. Wir brauchen Einkommen. Wir wollen unsere Produkte, auf denen unsere Lebensqualität beruht. Wir brauchen die soziale Komponente, das heißt, wir müssen das Wirtschaften so gestalten, dass die Mehrzahl, die Mehrheit unserer Mitmenschen ein angenehmes Leben hat, ein Lebensniveau erreicht, das angemessen ist. Und wir müssen das Ganze in die Ökologie einbauen. Wir müssen anerkennen, dass wir auf einem Planeten arbeiten und leben und dass dieser Planet, selbst wenn er uns unglaublich groß vorkommt, ein geschlossenes System ist. Wir sind auf einem Segelboot auf einer langen, langen, langen Reise durch das All. Und das Einzige, was uns von außen von Zeit zu Zeit noch erreicht, ist auch ganz wichtig, das ist Sonnenenergie. Aber das ist wirklich das Einzige, von dem man sagen kann, dass in dieses geschlossene System Erde dazukommt.
Wir werden aber gleichzeitig immer mehr. Ich bin geboren, da waren wir 3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Heute sind wir etwa 7, 7,5 Milliarden, und die Vorhersagen gehen davon aus, dass wir bis 2050 10 Milliarden sein werden. Dazu kommt, dass dieses gesamte Wachstum nicht hier bei uns in der industrialisierten Welt stattfindet, sondern in Entwicklungsländern. Und das führt dazu, dass wir ein übermäßig ansteigendes Verlangen nach mehr Lebensqualität, nach mehr Konsum haben. Und diesen Anforderungen in der Art und Weise, wie wir heute produzieren, kann unser Planet Erde nicht mehr gerecht werden. Wir plündern den Planeten und damit plündern wir unsere eigene Zukunft. Und das muss in ein Gleichgewicht gebracht werden. Das, was wir dort an Zielen in New York angenommen haben, dreht sich um diese Fragen. Es geht da um Abschaffung von Hunger, es geht um mehr Gerechtigkeit, es geht um angemessene Arbeitsmöglichkeiten, es geht darum, unsere Böden, unsere Luft, unsere Ozeane, unsere Ökosysteme, die schon angesprochen worden sind, zu schützen und zu erhalten. Denn unser Leben hängt von denen ab. Wenn diese Ökosysteme zerstört werden, wird der Planet Erde nicht verschwinden, aber das menschliche Leben auf ihm könnte verschwinden. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder sehr deutlich vor Augen führen, dass wir ganz ursächlich davon abhängen auf diesem Planeten, dass die Lebensbedingungen, die uns die Natur zur Verfügung stellt hier, dass diese erhalten bleiben. In meinem Bericht habe ich dann versucht nachzudenken, wie kann ich dieses Thema politisch auch besser umsetzen? Wie kann ich dafür mehr Interesse schaffen? Und ich habe mein gesamtes Leben an dem europäischen Aufbau gearbeitet. Und ich weiß, mit welcher Strahlkraft Europa am Anfang ausgestattet war. Nach dem Krieg das Motto nie wieder Krieg zwischen diesen Ländern, zwischen diesen Staaten hier in Europa. Und danach eine Periode wirtschaftlichen Wachstums in demokratischen, rechtsstaatlichen Verhältnissen. Europa in den 60er, 70er, 80er Jahren war der dritte Weg, war das Modell zwischen Ultrakapitalismus in Amerika und Sozialismus oder Kommunismus im russischen UdSSR, Sowjetunion, Einzugsbereich. Und viele haben gehofft, dass dieses Modell Europa funktioniert und wollten mit dabei sein. Von 6 Mitgliedsländern am Anfang hat die Strahlkraft Europas es dazu beigetragen, dass wir Diktaturen in Portugal, Spanien, Griechenland überwunden haben und die Völker mit aufgenommen haben nach Europa, dass wir letztlich eine Ost-West-Teilung auch überwinden konnten und auch Länder aus dem östlichen Teil Europas inzwischen in Europa integrieren. Insofern denke ich, dass Europa in vieler Art für Nachhaltigkeit gestanden hat. Das treibende Motiv hinter der europäischen Entwicklung zusätzlich zu den genannten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit war eben auch eine soziale Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, aber mit sozialer Ausrichtung, Mitnehmen der Menschen und eine Gleichverteilung oder eine gleichere Verteilung des Ergebnisses unserer Produktionsprozesse. Wenn man sich dann die Zeit weiter denkt, dann sehen wir, dass wir zum Ende des Jahrhunderts eigentlich so ein bisschen die soziale Komponente der Marktwirtschaft vergessen haben und mehr auf Effizienz und Wettbewerb gesetzt haben. Mit Sicherheit auch
unter dem Druck der Öffnung der Märkte und vieler Nationen, Unternehmen, die auch in unseren Märkten Druck gemacht haben, ging es darum, kosteneffizient zu produzieren. Und bei meiner Arbeit bin ich auf eine Zahl gestoßen im sozialen Bereich, die mich auch sehr hat erschrecken lassen. Unsere eigenen Statistiken in der Europäischen Union gehen davon aus, dass wir heute 122 Millionen Europäer haben, die von Armut bedroht sind. 122 Millionen, das ist jeder Vierte in Europa. Die Zahl besagt nicht, dass diese 122 Millionen heute arm sind. Sie sind von Armut bedroht. Sie sind in Beschäftigungsverhältnissen, die zeitbegrenzt sind, Teilzeitarbeit, Alleinstehende mit Kindern, eine ganze Serie von Kriterien, nach denen das Statistische Amt der Europäischen Union diese Zahl zusammenstellt. Aber ich glaube, sie verdeutlicht ein Problem, dass das, was über Jahrzehnte als soziale Marktwirtschaft einigermaßen funktioniert hat, nämlich den Großteil der Bevölkerung an dem Wirtschaftserfolg teilnehmen zu lassen, dass wir das zur Jahrtausendwende etwas verloren haben. Und das, was zusätzlich auf uns zukommt, ist dieses bessere Verständnis mit so viel mehr Menschen über die Begrenztheit dieses Planeten. Dazu gibt es interessante Studien aus dem Stockholm-Institut zum Beispiel, die uns versuchen darzustellen, wo sind die Hauptprobleme, wo sind die Hotspots. Klimawandel ist fast jedem, und ich bin sicher hier in diesem Saal, jedem bewusst, dass wir mit Klimawandel auf ein großes Problem zugehen und dass wir zu viel CO2, zu viel Treibhausgas in unserer Atmosphäre ablagern. Europa hat dies relativ früh erkannt und man kann durchaus auch mit Befriedigung sagen, dass wir Europäer die einzigen sind, die seit 1990 im Referenzjahr des Kyoto-Abkommens, dass wir ab diesem Jahr eigentlich unseren CO2-Ausstoß nicht mehr erhöht haben, sondern langsam zurückgefahren sind. Aber wir sind etwa 7% der Weltbevölkerung und wir emittieren immer noch etwa 10-11% an Treibhausgasen. Das heißt, wir leben immer noch etwas über unsere Verhältnisse und dürfen uns nicht allzu sehr auf die Schulter klopfen. Wir sind zwar führend in der Welt, aber immer noch nicht da, wo wir wirklich hinkommen müssen. Der Umbau muss dringend weitergehen. Gleichzeitig zeigt uns aber dieses Stockholmer Institut auch, dass wir in anderen Bereichen, dem Umgang zum Beispiel mit Nitrat und Phosphaten, absolut im roten Bereich sind. Und beides sind wichtige Aufbauelemente für die Natur. Es sind beides wichtige Düngemittel, damit Leben auf diesem Planeten funktionieren kann, und wir treiben hier Raubbau. Wir wissen, dass wir in Wasserknappheiten reingehen, dass unsere Böden versauern und vergiftet werden, dass wir viel zu viele Böden versiegeln. Wir bauen lieber Straßen und Einkaufsparkplätze, als dass wir unsere Böden zur Nahrungsmittelproduktion verwenden. Wir müssen zurückkommen zu einem besseren Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht muss dieses Dreieck aus Wirtschaften, aus sozialen Aspekten und ökologischen Aspekten gleichwertig nebeneinander setzen. Und das ist eine große Herausforderung für die Zukunft, denn wir sind bis jetzt immer nur sehr gut gewesen, dass wir uns immer mehr spezialisieren. Wir graben uns ein in unsere Spezialgebiete.
Jeder ist ein Experte für irgendetwas, aber red mir nicht von dem Problem von nebenan. Das kenne ich nicht, das interessiert mich nicht. Und so geht es aber nicht weiter. Wir müssen aus unseren Silos rausgucken. Wir müssen dieser Komplexität gerecht werden. Wir müssen bei allen unseren Aktionen, bei allen Politikentscheidungen, bei allen Wirtschaftsentscheidungen überlegen, wie funktioniert das, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung auf die beiden anderen Komponenten, sozial und ökologisch. Und dazu braucht man neue Formen von Governance. Wir müssen überlegen, wie wir dieser Komplexität besser gerecht werden. In den Vereinten Nationen zum Aushandeln dieser SDGs haben wir die Verhandlungen sehr offen gestaltet. Verhandlungen in den Vereinten Nationen werden klassischerweise von Regierungsvertretern abgehandelt. Hier haben wir sie geöffnet für alle möglichen Formen von Zivilgesellschaft. NGOs jeglicher Farbe, aber auch Unternehmen sind mit dabei gewesen, haben sich eingebracht, haben ihr Wissen eingebracht und haben Anstöße gegeben. Und ich glaube, wir müssen in dem Umsetzen auch dahin kommen, dass wir diese offene Form von Lösungssuche und Findung beibehalten. Ich bin überzeugt, dass das mit demokratischen Spielregeln möglich ist. Letztlich werden gewählte Vertreter Entscheidungen, Gesetze, Gesetzesvorlagen und Ähnliches entscheiden müssen. Aber in die Vorbereitung, in die Aufarbeitung dieser Geschichten brauchen wir viel mehr Beteiligung, brauchen wir die Beteiligung der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, der Unternehmen, der Vertreter von NGOs. Ich glaube, dass man mit einem solchen Ansatz auch Europäer wieder für Europa motivieren kann. Auch das ist für mich ein Anlass gewesen, diesen Bericht zu schreiben. Ich sehe mit großer Sorge, dass der anfängliche Enthusiasmus für Europa in den meisten Mitgliedsländern rückläufig ist und dass man sich immer mehr wieder fragt, können wir das nicht viel besser alleine alles regeln? Diese Brüsseler Administration, macht die überhaupt Sinn? Oder können wir in dieser Welt viel besser alles in Wien, Berlin, Paris, Dublin oder sonst wo entscheiden? Und ich bin der Überzeugung, auch aus meiner jahrelangen Mitarbeit in Europa, dass wir viele dieser Fragen nur gemeinsam werden lösen können. Insofern brauchen wir diese Zusammenarbeit, aber damit das funktionieren kann, brauchen wir die Begeisterung, das Mitmachen der Bevölkerung in den noch 28 Mitgliedsländern dieser Europäischen Union. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit insofern durchaus ein europäischer Ansatz ist und dass man mit dem Konzept der Nachhaltigkeit auch wieder Menschen begeistern kann für europäische Politik, für den Aufbau und die Zusammenarbeit mit einem Ziel, das für soziale Gerechtigkeit, für ökologische Rücksicht und für vernünftiges Wachstum in Europa und mit dem Rest der Welt steht. Dann habe ich versucht, einige Hotspots anzusprechen. Nachhaltigkeit ist im Prinzip ja etwas, das unser ganzes Leben beeinflussen muss. Wir müssen weg von der Kurzfristigkeit der Entscheidungen, die wir heute treffen, sowohl in der Politik. Es gibt ja kein Land in Europa, in dem nicht zumindest jeden Monat irgendwo gewählt wird. Das heißt, unsere gewählten Politiker sind eigentlich ständig dem Stress ausgesetzt, was sagt die nächste Umfrage oder was sagt die nächste Wahl über meine Zukunft, wie kriege ich das dazu, dass ich nicht ständig mich in Frage stellen muss, kann ich überhaupt noch längerfristig denken, wenn kurzfristig Probleme da sind, die ich nicht von einem Tag auf den anderen geregelt kriege, sondern für die ich
mal 4, 5, 6, 10 Jahre brauche, um sie in den Griff zu bekommen. Die Wirtschaft steht unter dem gleichen Druck. Auch etwa zur Jahrtausendwende ist so ein bisschen aus Amerika über den Atlantik rübergeschwappt die Idee des Shareholder Value. Unternehmen müssen nicht solide arbeiten, sondern sie müssen effektiv und effizient, knallhart jeden Pfennig an Investitionen sofort zurückzahlen an die Anteilseigentümer. Dabei geht natürlich verloren die klassische Idee, dass man bei wirtschaftlichem Handeln auch gut beraten ist, hier und da eine kleine Reserve zu haben. Krisen sind ja eigentlich immer wieder aufgetreten. Und in Krisenzeiten ist es gut, dass man sich auf etwas zurückziehen kann, was man sich als Rückendeckung aufgehalten hat oder vorbehalten hat. Wenn ich aber nur noch auf kurzfristiges Erfolgsdenken abstelle, dann werden diese Rückstellungen erstmal aufgebraucht. Und das ist in Europa auch quer durch die Industrien passiert in den letzten 25, 30 Jahren. Und dann kommt das Phänomen zusätzlich noch dazu, dass wir die Finanzdienstleistungen auch international geöffnet haben und damit in eine riesige Finanzkrise hineingeschlittert sind. Die hat in Amerika begonnen mit Lehman Brothers Zusammenbruch und ist dann aber auch, weil die Finanzprodukte frei gehandelt werden konnten, in europäische Banken, in europäische Finanzkreise hinübergeschwappt. Und aus diesen Bankenkreisen letztlich dann in Europa zu einer staatlichen Verschuldungskrise geworden, unter der zumindest der gesamte Süden Europas nach wie vor leidet, denn der ist kalt erwischt worden in einer Phase, wo er aufholen sollte und deswegen Schulden gemacht hat, weil man die braucht, wenn man investieren will. Und wenn in dem Augenblick das Finanzsystem zusammenbricht, dann steht man halt sehr schlecht im Regen. Und ich glaube, dass all diese Fragen müssen wir unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten angehen. Deswegen 5 Hotspots, wenn jemand sich für meinen Bericht interessiert. Er heißt Nachhaltigkeit jetzt. Ich leider nur auf Englisch vorhanden, deswegen heißt das Sustainability Now. Aber er kann runtergeladen werden von der Webseite der Europäischen Kommission. Ich habe hier 5 Beispiele genannt, wo meiner Meinung nach in Europa im Augenblick nicht nachhaltig gearbeitet wird. Dazu gehört erstmal das Finanzwesen, habe ich eben schon etwas erwähnt. Auch hier eine Zahl, 1980 sind auf der Welt die Realwerte gemessen als Bruttosozialprodukt und die finanziellen Werte auf gleichem Niveau gewesen, 1:1. 2015 übersteigen die Finanzwerte die Realwerte um ein Vierfaches. Jeder Ökonom würde sagen, das ist zumindest der Anfang einer Bubble, einer Blase. Und das Nachteilige an der Blase ist, irgendwann explodiert sie. So wie die Lehman Brothers Blase explodiert ist, so wie E-Commerce Blasen explodiert sind, so wie Immobilienblasen von Zeit zu Zeit platzen, so wird auch diese platzen. Aber diese wird platzen als weltweites Phänomen, mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir dem Einhalt gebieten können. Wie setzen wir Regeln auf, dass Finanzwirtschaft wieder dahin kommt, wofür sie eigentlich gedacht war, nämlich Realwirtschaft zu finanzieren und nicht spekulative Eigengewinne zu produzieren. Was aber heute die stark bevorzugte Aktivität
in den meisten unserer Banken, Investmentbanker und so weiter ist. Das wird eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich glaube nicht, dass man da nur den Bankern sagen darf, ihr werdet doch wohl nicht. Ich fürchte, da wird man gesellschaftlich sagen müssen, bestimmte spekulative Formen nicht mit unserem Angesparten. Wenn ihr unbedingt spielen wollt, nehmt euer Gehalt und fahrt nach Las Vegas. Man soll den Spieltrieb der Menschen ja nicht zu sehr einengen. Aber ich halte es doch für sehr wenig verantwortungsvoll, wenn Finanzunternehmen mit dem Angesparten des Rests der Bevölkerung sich aufmachen nach Las Vegas oder in noch größere Spielhöllen. Ich glaube also, dass man da nachdenken muss und Europa ist dabei nachzudenken. Wir sind dabei, aus der Krise zu lernen. Wir lernen, dass wir mehr über Bankenunion, über Kontrollsysteme nachdenken müssen. Wir wissen auch besser als in der Vergangenheit, dass hier auch dazu gehört, dass wir über Steuergesetzgebung nachdenken. Es ist sehr schwer, ein Gemeinwesen zu finanzieren, wenn die großen Unternehmen ihre Gewinne kostenfrei über den Planeten verteilen können und verschieben können und immer da Gewinne nur anfallen in der Endabrechnung, wo sie möglichst wenig versteuert werden. Das schafft öffentliche Armut und öffentliche Armut schafft mangelnde Infrastruktur in Ausbildung, in Transport, in Gesundheitswesen und so weiter. Können wir uns nicht weiter leisten. Ein zweiter Hotspot, den ich in Europa auch für ganz wichtig halte, ist die Landwirtschaft. Wie produzieren wir unsere Nahrungsmittel? Auch hier glaube ich, dass aus den drei Ansatzpunkten Landwirtschaft heute nicht nachhaltig ist in Europa. Wir produzieren mit immer weniger Landwirten, von denen die Mehrheit immer weniger Einkommen hat und deswegen auch immer häufiger protestieren. Vergeht kaum ein Monat, in dem nicht irgendeine Landwirtschaftsdemonstration auf der Place Schumann in Brüssel stattfindet. Und ich denke, in vielen der Mitgliedsländern ist das ähnlich. Wir produzieren aber gleichzeitig in der Landwirtschaft auf Kosten der Umwelt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Biodiversität in den agrarisch genutzten Gebieten in Europa schlechter gestellt ist als in dem Rest von Europa. Landwirte hören das nicht so gerne, wenn ich das erzähle, aber Bienenvölkern geht es heute in den Städten besser als in den agrarisch genutzten Gebieten. Es geht ihnen teilweise besser auf großen Industrieanlagen. Airbus hat in Hamburg eine große Anlage, in der die Airbus 380 gespritzt werden, also nicht besonders sauber, und voll ausgerüstet werden. Und auf dem Gelände leben drei Bienenvölker, die 1A-Qualität Honig produzieren. Während sie in vielen anderen Gebieten aussterben, verhungern, vergiftet werden. Also wir brauchen in der Landwirtschaft ein Umdenken mit größerer Rücksichtnahme auf die Umwelt. Wir brauchen ein Umdenken mit mehr Berücksichtigung der sozialen Aspekte in der Landwirtschaft. Und wir brauchen als dritten Faktor auch bessere Nahrungsmittel. Mehr und mehr Konsumenten in Europa stellen Fragezeichen hinter die Nahrungsmittel, die wir anbieten. Antibiotika-Rückstände, Pestizidrückstände, zu viele Süßigkeiten,
die ganze Nahrungsmittelkette, die wir im Augenblick in Europa kennen, wird mehr und mehr hinterfragt und ist letztlich auch aus gesundheitlichen Gründen eigentlich nicht als nachhaltig zu bezeichnen. Insofern auch hier ein Bereich, in dem umgedacht werden muss. Das kommt ganz gut, weil wir die nächste mittelfristige Finanzplanung in Europa angehen und uns da auch darüber Gedanken machen können, welche Subventionen sollten denn in die Landwirtschaft gehen und warum. Ist es noch sinnvoll, dass man für einfache Produktion in der Landwirtschaft zusätzlich Subventionen erhält? Die erhält kein anderer Sektor in der Wirtschaft. Oder sollte man Subventionen dann geben, wenn dafür Gegenleistungen kommen? In Form von Landschaftspflege, in Form von Biodiversitätserhalt, in Form von besserem Umgang mit Böden, mit Luft, mit Wasser. Ich bin für die zweite Lösung. Ich glaube, dass man Landwirtschaft in Europa erhalten kann und erhalten sollte, aber bitte eine nachhaltige Landwirtschaft und darum die Anforderung an Landwirte, nachhaltig zu produzieren. Ich habe auch gesprochen über die Ozeane und die weitere Zerstörung unserer Lebenszirkel in den Ozeanen, der Biodiversität in Ozeanen. Nur eine kleine Zahl. Wir gehen davon aus, dass bis 2030 mehr Plastik als Fische in den Ozeanen anwesend sein wird. Mehr Plastikmüll als Fische. Das verdeutlicht vielleicht, wie dramatisch auch hier die Veränderung ist. Man sollte dann auch darüber sprechen, dass dieser weitere Wandel, das Verschmutzen, das Übersäuern der Ozeane auch große Auswirkungen auf Klimawandel hat, dass Klimawandel im Gegenzug auch Auswirkungen auf die Lebensqualität der Ozeane hat. Ich möchte einen letzten Punkt noch ansprechen, weil ich glaube, er ist ganz wichtig und auch wichtig für Europa. Und das sind die Städte. Unsere Städte sind im Augenblick Hotspots von Umwelt- und sozialen Belastungen und Problemen. Und gleichzeitig wissen wir, dass unsere Städte wachsen. Wir sind inzwischen bei etwa 66-67% der Europäer, die in Städten leben. Und wir wissen, dass der Trend weitergeht und dass wir in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich zu 80% in Städten leben werden. Das heißt, wir müssen ganz speziell darauf achten, wie bauen wir unsere Städte auf? Was ist eine nachhaltige Stadt? Hier gibt es auch gute Ideen, gute Ansatzpunkte. Wir haben aus Europa die Idee eines Wettbewerbs lanciert, eine grüne Hauptstadt Europa. Städte können sich bewerben, wenn sie meinen, dass sie in 12 Kategorien der Nachhaltigkeit gute Lösungsansätze gefunden haben. Das geht von Arbeitsplatzbeschaffung über Grünanlagen bis zu Abfallwirtschaft und so weiter. Und ich glaube, hier kommt Kreislaufwirtschaft auch wieder ganz wichtig mit auf die Tagesordnung. Wenn ich über Städte nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, dass wir Lebensqualität mit Produkten für 10 Milliarden Menschen versuchen müssen, auf diesem Planeten herzustellen, dann müssen wir das anders machen als mit dem Ausgraben von Mineralien, Produkte, die wir, wenn wir sie nicht mehr wollen, in der Deponie wieder verschwinden lassen, wieder vergraben im Boden. Diese lineare Art und Weise funktioniert nicht mit 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir müssen das, was in die Produkte reingehen, die Substanzen, die müssen wir am Ende des Lebens der Produkte wieder auseinander dividieren und zurückbringen in den Kreislauf dieser Geschichten. Das funktioniert bei Erzen, bei Mineralien sehr gut, quasi unendlich. Ich liebe es, die Geschichte zu erzählen von Elektronikmüll. Es gibt in Belgien ein Unternehmen, das
vor 30 Jahren noch im Kongo Gold geschürft hat aus Minen, die völlig aufgehört haben damit und sich nur konzentrieren auf Materialien wiederherzustellen aus Abfall, ganz speziell aus Elektrik- und Elektronikmüll. Und die schaffen es, aus einer Tonne getrennt eingesammelten Elektronikmüll 350 Gramm Gold zu produzieren. Eine gute Goldmine in Südafrika produziert aus einer Tonne Erde, die sie bewegt, wie viel Gold? Jemand eine Idee? 5 Gramm. Richtige Antwort. Das heißt, unsere Kreislaufwirtschaft, diese am Anfang als grüne Spinnerei abgeschobene, abgewertete Idee, ist 70 Mal effizienter als das Buddeln in der armen, schwachen Kruste unseres Planeten Erde. Insofern, es gibt viele, viele Lösungen. Wir brauchen Innovation, wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir müssen bei der Innovation über Nachhaltigkeit nachdenken. Das letzte Beispiel, das ich noch ansprechen möchte, ist auch wieder auf Städte gerichtet. Das Bevölkerungswachstum in Städten heißt, dass wir sehr viel mehr Wohnungsbau, sehr viel mehr Wohnungsraum brauchen in den nächsten Jahrzehnten. Das machen wir im Prinzip mit Zement und häufig mit Stahlzement, Stahlbeton. Bei diesem Stahlbeton ist in der Mitte ein Stahlgerüst und dann wird Beton darüber gestrichen, gespritzt. Und 6 Zentimeter auf beiden Seiten von diesem Stahlgerüst von Zement sind eigentlich nur dafür da, dass möglichst wenig Wasser an das Stahlgerüst rankommt. Denn wenn da Wasser rankommt, dann rostet das. Und wenn der Stahl rostet, dann bröckelt der Zement. Und ich denke, jeder kennt die Häuser, die Brücken, die Tunnel, wo man genau das heute feststellen kann. In unserer Infrastruktur bröckelt es, wo man hinsieht. Jetzt haben wir ein paar kluge Studenten in Dresden gedacht, wenn man diese Stahlnetzstruktur durch eine Carbonstruktur ersetzt, das ist auch ziemlich zäh und das rostet nie. Dann kann ich schon mal 12 cm Zement einsparen, ohne dass ich in der Haltbarkeit dieses Konstruktionsmaterials irgendetwas verloren habe. Wenn Sie jetzt noch wissen, dass Zement in der Herstellung einer der größten CO2-Hersteller ist, dann können Sie verstehen, warum ich meine, dass solche Lösungen mich auch davon überzeugen, dass wir in der Lage sind, nachhaltig auch für 10 Milliarden Menschen gute Lebensqualität anzubieten. Aber wir müssen damit jetzt anfangen, denn die Zeit tickt gegen uns. Vielen Dank.